Moin, moin, hier ist der Jan von Maxis Games. Ich lache mich gerade kaputt. Und zwar hängt es damit zusammen, dass ich mal wieder irgendjemand was erkläre. Hier in dem Fall ist es der Simon. Simon Maxbase, wie ihr seht hier. Also, der schreibt hier, also für diesen Clankrieg bin ich ja nicht drin. Jo, der hatte sich grün gestellt gehabt, aber keinerlei Ton von sich gegeben, dass er denn wirklich Zeit hat und dass er Truppen hat und alles drum und dran. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es ein bisschen schwierig. So. Dann habe ich ihm geantwortet, also, ups, jetzt hier, also wenn jemand wie du kaum hier on ist, also online ist, werde ich den auch nicht ohne weiteres aufstellen und in den Clankrieg mitnehmen. Ach so, schreibt er. Dann habe ich ihm geschrieben, dazu musst du öfter mal reinkommen. Herausforderungen machen, chatten und so weiter. Sonst hat es wenig Sinn, sonst wissen wir nämlich gar nicht, ob er das liest. Dann stellt er eine Frage, soll ich denn vor den Clankriegen, wo ich grün bin, das mit euch absprechen? Dann antworte ich ihm ziemlich ausführlich, aber der ist nicht mehr da. Der ist gar nicht mehr da, um zu antworten. Also das ist natürlich immer so eine Geschichte, wo du dich wirklich fragst, warum tippst du diesen ganzen Quatsch da rein und es passiert gar nichts. Ne? Also das mal dazu. So, Shorty hatte angefragt und dann kam Rocket rein, hi ho. So, dann habe ich nochmal gefragt, Simon, hast du das kapiert? Na gut, okay, war wieder nix. So, dann habe ich Shorty gefragt, ob er da mal antworten kann. Und habe dann runtergezählt. 10, 7, 5, 3, 2. Hacker fragt jetzt, was zählst du? Ja, Hacker, wenn du das Video siehst, was zähle ich? Ich gebe dem 10 Sekunden Zeit, hier mal gescheit zu antworten. Ne? Hat er dann gemacht jetzt hier. Und das ist ordentlich. William 12. Jetzt ist er ein bisschen jung da. Aber wollen wir mal gucken, ob wir ihn drin lassen. Es kommt mal auf die, ich sag mal, wie sich jemand im Clan verhält. Wenn ich sage, bitte nicht kicken. Versprochen. Okay. Versprochen. Okay. Sagen wir okay. Dann leg los. War schon mal hier. Dachte ich mir. So. Oh, jetzt spielt er hier dazwischen. Das Problem ist auch folgendes bei so Chats jetzt im Endeffekt. Du schreibst hier, bist hier ordentlich am Schreiben. Jetzt macht er hier eine Anfrage. Habe neu angefangen, ich war der Bibidone. Aha, okay. Wo ist dein alter Account? Weil der Bibidone hatte nämlich einen Account gehabt, der richtig massiv wahnsinnig war. Ich glaube, der hatte Rathaus Level 11 und ziemlich gemaxt. Weg finde ich nicht mehr. Ne, ehrlich jetzt? Im Ernst? Na naja, gut, im Ernst, warum frage ich das? Sonst hätte das ja. Okay, brauchen wir nicht zu fragen. hat sich in Luft aufgelöst. Ah, nee. William, genau, der hieß ja auch William. Der heißt ja auch William. Tja, Milli, ob du dann unsere Regeln einhältst? Also, das ist natürlich die Geschichte. Aber ich habe auf der E-Mail, okay. Das Problem ist ja folgendes, die Jungs und Mädels, die hier ab und zu früher schon drin waren, das kann man ja in unseren Videos wirklich sehen. 4 Minuten nehme ich jetzt gerade auf, sehe ich. Und es ist so, dass da viele nochmal anfragen, ob sie wieder rein können. Jetzt ist das ja ein Game, kann man ja sagen, okay, das ist ja nur ein Spiel und stellt euch nicht so blöd an und so weiter. Und aber es ist wirklich so, wir haben Leute da drin gehabt, denen haben wir 2 oder 3 Mal, es hört sich auch übertrieben an jetzt, aber eine Chance gegeben, hier mitzuspielen. Die haben es einfach nicht kapiert, dass wir gesagt haben, okay, im Clankrieg, bitte nur mit Clanburg-Truppen und vollen Zaubern und vollen Helden, dann im Endeffekt hier mitmachen. Wie viele Accounts hast du eigentlich, Maxi King? So, 11. Das ist jetzt ein Scherz, mal gucken, wie er reagiert. Ah. Ja, so. Warum
Ihr hättet mich gekriegt, hätte ich nicht heilgeschrieben, nach 2. Tja, das ist so meine Art, wenn sich keiner meldet und mir eine Antwort gibt. Tja. Also, nochmal zurückzukommen, darauf, wie das eigentlich in Clans ist. Ich sag mal, es laufen wirklich Idioten ohne Ende in diesem Spielraum. Das haben wir so oft schon thematisiert, sag ich mal. Also zum Inhalt des Videos genommen und erklärt, was eben ständig zu erleben ist. Idioten, die rein, rausgehen, andere beleidigen und so weiter. Man braucht eigentlich nur in die Global reinzugehen und findet dann mal irgendwelchen Kram, der da passt. Genauso wie hier Leute, die rein und rausgehen und hier Leute suchen, die mitspielen. Und also das ist irre, absolut irre. Die waren ja irgendwann mal in einem Clan drin. Man kann natürlich dann mit Clash of Stats, das habe ich euch ja auch erklärt in einem Video, ohne Probleme gucken, was das denn für Leute sind. Du kannst also hier bei Crack Trombone kannst du gucken, was das für einer, wobei der im Endeffekt jetzt hier einfach nur in den, ich sag mal, global reingehen, um angesprochen zu werden. Der braucht aufmerksam. Sonst wärst du gar nicht so bescheuert und würdest hier in den Chat reingehen ohne Clan. Der hat einen Clan. Der hat absolut einen Clan. Wenn man sieht hier, der bewegt sich in der Legendenliga. Der hat einen Clan. Und wenn ich jetzt Craig Strongbone gucke, der hat also einen Stammclan. Und okay, aber das sind alles, ich sag mal, Leute, die haben so ADHS, sagt man ja dann. Und so, brauche ZK jetzt, wir würfelt bald, bitte einladen, Clan Level 10 plus, ja, Logo. Okay, also, verarschen natürlich auch die Leute, so, okay, Shorty ist dabei. So, ich werde jetzt das Video gleich weitermachen, hab das thematisiert, wie das eigentlich hier aussieht bei uns, mal gucken, ob Rocket noch da ist, Rocket noch da. Mal gucken, dass ich die mal... Das Schöne ist, du kannst natürlich jetzt einfach den mal einladen. Das siehst du, ob der online ist. Ja, da ist er. Okay. So. Mit Maxis Cam nehme ich Videos auf. Wie jetzt auf. Auch. So. Maxi King ist mein erster Account. Maxi, spiel ehrlich, weil Maxi keinen Bock mehr hat. Also 3. Capito? So, okay, an dieser Stelle mache ich mal kurz einen Schnitt und sage euch mal, was ich gleich mache. Das heißt also, im Endeffekt ist René eigentlich noch on. Okay, Videos auf YouTube. Ja, ja echt jetzt, ja, wow, Videos. Videos, ja, wow, Videos. Es redet eigentlich nur an. So, der meint wahrscheinlich den René 21, der dauernd auch hin und her gejumpt ist. Aber jetzt mittlerweile in einem, nee. Wie nee? So, dann fragen wir mal, hast du Augen? Dann kannst du gucken, Willi Onkel. Wo ist das Problem, dass er hier immer die Leute guckt hier? Echt jetzt, ohne Quatsch. Der braucht nie auf Maxis Game zu gehen, dann hat er das Verzeichnis. Dann kannst du sehen, ah, René ist drin, alles drum und dran. Hallo? Jo, hab gesehen. Okay. Ach ja, okay, Shorty. Shorty, der wohnt, der Shorty... Alles klar. Also wie gesagt, werde jetzt das Thema verlassen mit irgendwelchen Verhaltensregeln und so weiter.
kein Ding. Sondern, okay, also Rocket. Fragen wir Rocket mal was. Rocket, willst du jemanden grüßen? Bist live drauf. Kurt Rocket, gucken wir gerade mal, wie sieht denn seine Base aus, dem Onkel seine. Also was ich ja nie verstehen kann, ist ja im Endeffekt, warum er sein Rathaus hier oben hinstellt, weil das ist sofort zerdeppert. Im Endeffekt, das Rathaus beinhaltet ja auch, ich sag mal, Loot, wie man so schön sagt. Im Endeffekt sind ja da Beutegegenstände drin, also Gold, Elixier und sonstige Sachen, die der Gegner in dem Moment, wo er das Rathaus abräumt oder hier das abräumt, natürlich auch erbeutet. Deswegen ist also diese frühere Art und Weise, wie man Rathäuser hier an den Rand gestellt hat, total, ich sag mal, Blödsinn. Hochgradiger Blödsinn. Also macht man nicht mehr. Das so als mein Tipp. So, dann gehen wir mal hier bei Shorty drauf und gucken dem mal, was hat er für eine Base. Shorty hatte ja eine richtig geile Base und wenn ich die jetzt suche, dann finde ich die auch. Und ein Ausschnitt daraus sieht er es. 145er Level Bibidone, 3378 Pukis, also richtig heftig. Und er muss jetzt wieder von vorne anfangen. Und ich hatte ja Rockte gebeten, okay, er soll einfach mal seine Kumpels hier grüßen. Und da schreibt er, ja, meine Mitbürger, Cheeseburger und Hamburger. Viele Grüße von Rocket. Okay, Rocket, du siehst dich jetzt hier auf dem Video und ich hoffe, dir macht es einigermaßen Spaß, dich da zu erkennen. Okay, Onkel Big Mac. Tja, und da war ja noch was. Okay, diese riesen Skelette, die haben es richtig in sich. Das heißt, sie sind super stark, sind meines Erachtens bedeutend stärker als diese normalen Riesen, die ja schon heftig auf Mauern und sonstige Sachen draufhauen können und tragen zusätzlich noch eine Bombe bei sich. Das heißt also, die kommen hier angekrochen, muss man ja eigentlich sagen, ganz langsam, hauen volle Kanne mit voller Wucht auf die Mauern. Jetzt ist hier oben eine Mauer schon hinübergegangen von Shorty, der sein Dorf hier zur Verfügung gestellt hat. Und mit zweien, also mit vereinten Kräften, greifen die jetzt die andere Mauer an auf dem Weg Richtung Rathaus. Also die nehmen geradeaus den Weg Richtung Rathaus. Und ihr werdet zum Schluss sehen, dass sie dann neben dem Rathaus ihre Bombe ablegen. Also das ist ziemlich, ja, ich sag mal, natürlich, na gut, mit Terror und so weiter, hat es nicht, ist ja ein Game. Also auf jeden Fall machen die Folgendes, die sind absolut stabil, werden jetzt immer mehr hinübergehen und legen gleich, der erste die Bombe, guck mal, baff, weg ist sie. Der zweite die Bombe und baff, auch. Okay, noch ein Video, wo ich jetzt den Coach angreife. Und habe den auf die Geschwindigkeit 150% gestellt. Sonst wäre das zu langsam. Das heißt also, hier seht ihr, wie der Riese eine Mauer angreift und von allen möglichen Seiten beschossen wird, bis der hinüber ist. Baff! Die erste Bombe hat er gelegt. Dann kommt wieder ein Riese, macht genau dasselbe und geht absolut nicht direkt kaputt. Also der wird geballert, 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 geballert und nichts passiert. Das ist absolut irre. Und jetzt endlich, seine Bombe schafft es dann, hier eine Lücke zu machen, sodass also seine ganzen Kumpels jetzt hier durchkommen können. Also, der ist super stark, wenn man den einsetzt. Also, das ist richtig Krawall, ist ein richtiger Krawallbruder. Und jetzt kommen seine anderen Kumpels, die sie natürlich gleich in Schall und Rauch auflösen, weil die ganzen Bomben explodieren und weg sind sie. Aber Spaß hat's gemacht, oder? Ja, back to the clan. Wir schreiben heute den 1.11.2017. Der Witz ist, ich habe eben mal Folgendes gemacht. Ich habe mir mal verschiedene Videos angeguckt, die jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter von Clash of Clans waren. Und da ist dann eklatant aufgefallen, dass bis auf Flying Max, Flying.de Max, der ist seit ewigen Zeiten drin und auch Albinator, der wieder reingekommen ist, was mich freut, der aber nicht so viel jetzt aktiv hier macht, vielleicht hat er auch nicht so viel Lust mehr, was ich ja nach wie vor verstehen kann, oder Maxi auch, der auch gesagt hat, okay, also tut mir echt leid, aufgrund des Verhaltens von vielen Spielern spiele ich dieses Spiel jetzt nicht mehr, was mir wirklich weh tut, weil es schade ist, weil er hat mich richtig gut angegriffen, richtig gut gemacht und hat auch richtig gut zur Community
Community teil zugetragen mit seinen Kommentaren und Chats und Hilfen und so weiter. Suppenkasper ist auch schon ewige Zeiten drin. Die anderen sind relativ nicht neu, aber doch, ich sag mal nicht, dass die jetzt 2 oder 3 Jahre hier drin sind. Und insoweit ist es also so, dass sich ständig da was verändert. Und wenn wir jetzt hingehen und gucken uns hier an, René ist natürlich auch jetzt, oh Gott, hätte ich jetzt fast vergessen, René ist natürlich auch schon sehr lange drin und entwickelt sich wirklich zur absolut festen Größe. Was ein bisschen schade ist, ist, dass jetzt zum Beispiel hier unser Freund The Knight of Jail, also Olli, da im Moment gar nicht sich meldet. Und das sind jetzt komplett neue. Schwarzer Blitz ist ein zweiter Account von Killer Lady. Shorty ist reingekommen, hatte ich ja eben gesagt. Paulista ist neu. Mü7 Terminator. Alex schläft ein bisschen darum. Josef, okay, spendet ganz gut. Schreibt ein bisschen wenig, aber vielleicht ist es seine Art, dass er nicht so gerne schreibt. Starbuck hat sich auch mittlerweile richtig gut gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Vladimir Judy, okay, das ist jetzt jemand, der nicht so aktiv ist, sich oft entschuldigt, dass er nicht spielen kann. Musste nicht, Judo. Vladimir, also Blödsinn. Rocket ist auch neu drin und scheint ein ganz netter zu sein, wobei man es wirklich sagen muss, dass diejenigen, die hier drin sind, eigentlich alles sehr nette sind, wobei ich zum Beispiel von Linksabbieger gar nichts weiß, weil der kam rein, hat sich vorgestellt und das war's dann. Oder auch, ich weiß gar nicht, wer ist noch hier, The Giant Axe im Endeffekt auch, Gigant Axe oder was auch immer. Also der hat auch im Endeffekt da nicht so viel gesagt oder von sich gegeben, ist aber doch im Clan drin. Also da wäre es nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen mehr von euch geben würde. Dann mache ich auch Folgendes, ich mache dann noch Videos von euch, genauso wie ich das jetzt mal einmal von dem Coach mache. Den besuchen wir mal und schauen uns seine Base an. Und der ist wieder zurückgekommen, nachdem er 2-3 Mal hier drin war und auch wieder rausgegangen ist. Und dann hat er geschrieben, okay, bleibt jetzt drin. Gut, man muss natürlich nicht 100 Jahre hier drin bleiben, was natürlich schön wäre, wenn es so ist. Also wie gesagt, wir haben Leute hier drin jetzt mittlerweile, die jetzt schon über ein Jahr drin sind oder manche auch länger, 2 Jahre drin sind, was uns wirklich freut. Und dann rückst du eigentlich auch näher und lernst dich besser kennen, quatschst über das eine oder andere, was ich an für sich ganz nett finde. Okay, das sollte das Schlusswort dieses Videos sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen unterhalten. Es kann nicht immer dramatisch und spannend sein, was wir da so produzieren. Aber wie gesagt, ich sage jedes Mal dasselbe. Wenn ihr bestimmte Themen habt, die wir vielleicht irgendwie machen sollten, aufnehmen sollten oder jemand besuchen sollten, dann sagt uns das. Das machen wir dann möglicherweise, wenn es dann reinpasst. Okay, also bis dann, euer Jan. Ciao.